kleineren im Tier zeigen, und zwar Tier 2, den T92, ist ein Leichtpanzer und ich finde, der schaut einfach mal super geil aus. Da gibt es gar nichts zu mäkeln. Und wenn wir uns dann noch die Details dazu anschauen, steht da nämlich Folgendes. Der T92 ist ein Panzerprototyp mit sehr fortschrittlicher Technologie gewesen. Ausgestattet mit einem einzigartigen halbautomatischen Ladesystem und extrem geschmeidig im Design. Auch der Innenausbau war seinerzeit voraus, indem etwa der Monitor in eine geschütztere Position im Bug verfrachtet wurde. Ja, ansonsten Schaden 158, Durchschlagskraft 146, aber ist Tier 2. Anhaltenschaden 1776 und 72 Endgeschwindigkeit. Ja, ich denke, da sollte doch viel Spaß drin sein. Also springen wir ins Gefecht und schauen, wie er so performt. Ja, da haben wir also die Karte Hafensturm. Sind hier Top-Tier mit unserem Zweier. Ansonsten gibt es auch noch Einser. Also da haben wir schon mal gut Glück gehabt. Jetzt hoffe ich, dass ich das auch noch dementsprechend verwandeln kann und euch also zeigen kann, was so in ihm steckt, in diesem kleinen flinken Gerät. Natürlich Spezialfertigkeit, Überbrückung der Motorsteuerung. Bei Aktivierung werden computergesteuerte Begrenzungen des Motors aufgehoben und seine Leistung kurzzeitig signifikant erhöht. Also da geht es dann nochmal so einen kleinen Boost. Ich bin schon ganz heiß. Begrenzer ist schon aktiv. Komm schon, 10 Sekunden noch. Ich werde mich wahrscheinlich eher außerhalb aufhalten, also ich werde jetzt nicht in den Hafen reinfahren. Das ist dann doch ein bisschen zu extrem. Fahrer, gib Gas. Richtschütze, suche nach Ziel. Und dann geht's schon Fahrer, los. ausrücken. Hier kommt die Düne. Yeah. Stört uns alles nicht. Wir fahren voraus. Ab durchs Wasser. Und wieder raus. So. So viel weiter als hier werde ich aber nicht fahren erstmal. Weil von hier können jetzt überall ja theoretisch dann die Gegner kommen. So, deswegen zack, da mal abgebogen und hier mal Richtung Straße geschaut. Noch nichts zu sehen. Der andere ist, ja, da oben. Hat man doch gleich gesehen. Die M41. Die kriegen jetzt schon auf die Mütze. Da würde ich gerne mitmischen. Ja, LAV 150 hat da schon den ersten von mir bekommen. Ah, da komme ich nicht drauf. Bin auch noch offen, muss ich aufpassen. Der M113, vielleicht lugt der ja noch mal raus. Identifizieren. Aber schaut nicht so aus. Ne, auf den komme ich nicht, deswegen wird jetzt mal weitergefahren. Oh, der LRV, der ist aber sehr, sehr mutig. Eieiei, daneben. Der hat aber getroffen. Ziel identifizieren. Der auch nochmal. Er bleibt da gut stehen, sodass ich ihn gleich zweimal beschießen kann. So, nochmal ein Hit. Identifizieren. Oh, komm schon. Lad nach. Na. Ziel identifizieren. Aber ich kann hier super wirken gerade.
Dementsprechend kann ich mich jetzt wirklich austoben gerade. Der geht nicht durch. Aber der... Oh, 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 oh. So. Wer sie mit mir anlegt, bekommt einfach eine zurück. Kein Durchschlag. Aber ich habe hier alle Zeit der Welt. Kein Effekt. Wo wir uns da halt. Ja. Jetzt muss ich zurückziehen. So, jetzt habe ich einen Boost mal an. Identifizieren. Jetzt werden die hier so ein bisschen weiträumiger umfahren. Und kann er dementsprechend auch wieder gut wirken. Und nochmal einen. Und nochmal einen. Der T-54 haut er jetzt ab. Ganz schwierig jetzt da drauf zu schießen. Aber da fährt er nochmal so raus, dass ich drauf komme. Auch der vorletzte Gegner. Und ich bin ja schnell genug. Deswegen ab hinter. Erster Hit. Nein, daneben. Ach Gott, machen wir es doch nicht so schwer. Modulschaden. Nicht getroffen, nicht durchschlagen. Nein. Ah, ich krieg die Motten. Aber ich glaube, den Kill kriege ich nicht mehr. Nein, schade, den habe ich nicht mehr bekommen. Aber trotzdem, auch wenn ich jetzt am Schluss da nicht mehr so getroffen bzw. durchschlagen habe, wie ich es eigentlich wollte, war es vom Schaden ja eine super gute Runde. Also ich glaube, da brauche ich mich nicht verstecken für einen Leichtpanzer. Jetzt schauen wir mal, was die Endauswertung so sagt. So, 2000 Schaden, 5 Assists, 4 Assists, 5 erspäht. Ich habe ja den Meisterschützen bekommen. Performance, wie man hier sieht. Im Team bin ich auf den 3. Platz und im Schaden auch sogar auf den 2. Platz bekommen. Und 81.000 gab es raus. Ja, eine sehr solide, gute Runde, würde ich sagen, vom T92. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, man kann schon sagen, der macht schon Spaß. Also, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.